es war eine atemlose Zeit. Also bis 2000, würde ich sagen, dieses Jahrzehnt war schon so, dass man kaum Zeit hatte, sich groß zu besinnen. Hier oben stand eigentlich keine Schule, sondern es war eine Ansammlung von ja, sehr schönen, trotz alledem Ruinen, wenn man das so will. Und als ich damals Schulleiter wurde, habe ich ja nicht nur meine Schüler übernommen, sondern da war ein Abitur plötzlich schon eingeführt worden, auch zur DDR-Zeit. Ich habe aber außerdem auch 120 Öfen übernommen, die in allen Zimmern hier qualmten und rauchten und die von den Schülern beheizt werden müssen. Sie können sich vorstellen, das war eine Riesenlast, die man da übernommen hatte, in vielerlei Hinsicht. Diese Schule hier oben lag am Rande der DDR, in Anführungszeichen gesetzt. Das war schon weit weg vom Schuss. Aber alle diese Schulen waren übergeben von diesem oder eingehüllt von diesem Mehltau der ideologischen Beeinflussung. Und letztendlich waren sie so abgeschottet, dass zum Beispiel diese jungen Musiker, was sie unbedingt brauchen, keine internationalen Austauschkontakte hatten. Es gab eigentlich keine attraktiven Wettbewerbe, wo sie sich also auch messen konnten untereinander. Und das hat sich natürlich jetzt alles vollkommen geändert. Man hatte ein bisschen davor schon das Gespür, dass sich überhaupt mal was ändern müsste. Und es gab damals auch schon Überlegungen, da war ich auch federführend mit beteiligt, ein anderes Modell für die damaligen Spezialschulen zu finden. Also irgendwie merkten wir auch, dass diese Sache, also diese Form der Schule, eine Grenze auch erreicht hatte. Ja, und dann mit dem 89 hat ja so dann am Ende doch keiner gerechnet gehabt. Und dann überschlugen sich natürlich auch die Ereignisse, die Hoffnungen, die damit geweckt waren, die Freude, das ist gar keine Frage, aber auch die Sorgen, was wird zum Beispiel mit einem solchen Schultyp, den es in der alten Bundesrepublik nicht gegeben hat. Und das fiel uns zunächst auch erstmal schon leicht auf die Füße. Es gab andere, die sich natürlich da auch die Hände gerieben haben, gesagt, das ist eine Chance auch für uns, solche Schultypen aufzubauen. Und dann hatten wir aber eben die baulichen Probleme, dann hatten wir die Probleme in den Kindern, Jugendlichen, in den Familien, die sich völlig neu orientieren mussten. Da gab es plötzlich so etwas wie Arbeitslosigkeit. Da war die Sorge, wie kriege ich das Geld zusammen, um ein teures Instrument zu kaufen. Und man hatte auch andere Sorgen dann, zum Beispiel, dass die sehr gut ausgebildeten jungen Leute aus Weimar oder Dresden, Berlin und Halle jetzt eine andere Sichtweise auch auf den Bundeswettbewerb Jugendmusizier zum Beispiel bringen konnten. Und tatsächlich kam es dann dazu, dass die Deutsche Bank damals auf der Grundlage ihres Jubiläums, 125 Jahre Deutsche Bank, dann Geld in die Hand genommen hat und für Jugend, für Kunst und für Bildung Geld ausgegeben hat. Für dieses wunderbare Ensemble, was dann entstanden ist. Bei der Schlüsselübergabe 1996 war ich mir sicher, ja, es hat geklappt. Vorher war man immer noch irgendwas, kommt da noch irgendwas, geht noch schief oder so, muss ich sagen. Naja, ganz so war es natürlich nicht. Aber als wir diese Schule übernommen haben und hier alleine mit umgehen mussten, da war ich mir sicher, jetzt hat die Schule wirklich eine Zukunft. Unsere Schüler haben eigentlich, was diesen Einigungsprozess anbelangt, also aus meiner Sicht jetzt gesehen, wenig Probleme gehabt. Es gab einen wunderbaren Mittler zwischen ihnen, wie überall übrigens, auch wenn wir Schüler aus dem Ausland haben. Das ist schlicht und einfach die Musik. Und wenn man sich zusammensetzt und musiziert und sich dabei versteht, dann sind die anderen Probleme relativ gering. Und das sage ich jetzt nicht nur mit irgendeinem Optimismus, der in die Zeit passt. Es ist einfach so. Und so haben wir also auch diese ganze Problematik, also Wessi, Ossi, hier eigentlich an dieser Schule habe ich sie so nicht kennengelernt, wie das vielleicht an anderen Stellen der Fall gewesen ist.
sondern ganz im Gegenteil, es war natürlich für mich also auch einer, der diese Spezialschule noch gekannt hat. Wunderbar, wenn jetzt plötzlich Schüler aus Bayern sich hier beworben haben oder Niedersachsen, Hessen und dann mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet und dann kam andere noch aus dem Ausland dazu. Und das ist eine wunderbare Entwicklung gewesen.